Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich dachte mir, das bringe ich ganz schnell von draußen mit. Hier in München hat es heute geschneit. Hier liegt Schnee, ist ja vielleicht für Sie ganz interessant. Es kommt jetzt doch der Winter. Und das ist meine Assistentin Monika. Sie wird den Schnee zum Schmelzen bringen. Dankeschön. Ja. Liebe Gäste, es sind noch 60 Stunden bis zur Bundestagswahl in Deutschland. Wenn Sie umrechnen in Minuten, 60 mal 60, das sind 3600 Minuten. Und wir haben uns gesagt, von diesen 3600 Minuten wollen wir Ihnen nun 75 Minuten Zerstreuung, Entspannung und Unterhaltung bieten. Wir hoffen, dass uns das gelingt. Ich nehme an, Sie haben zum größten Teil in Deutschland gestern die großen vier gesehen. Die großen vier können wir Ihnen heute nicht bieten, aber die kleinen drei. Hier sind unsere kleinen drei, die Schiedsrichter. Guten Abend. Und das ist Brigitte Xander vom ORF. Grüß Gott. Und das ist? Na? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ecki, Sie sehen da sehr gut aus. Ich hatte schon letztes Mal, haben Sie abgenommen? Ja, das ist eine optische Täuschung. Ja, das liegt wahrscheinlich an der internationalen Währung. An der Währung? Ja, nachdem seinerzeit das englische Pfund abgewertet wurde, sind meine Funde nur noch 450 Gramm wert. Aha. 10 Pfund bei einem Zentner. Ja. Wissen Sie, ich muss noch mal auf gestern Abend zurückkommen. Wir haben das ja alle wahrscheinlich genau verfolgt. Da wurde ja die Redezeit genau begrenzt. Das ist bei uns genauso. Also bei uns gibt es auch Redezeit. 15 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden. Bei uns wird aber die Redezeit mit einem Gong. Sehen Sie, da ist der Gong beendet. Und dann haben wir noch etwas anderes. Wer bei uns sich wiederholt und dasselbe erzählt, der bekommt einen Minuspunkt. Also das ist der einzige Unterschied. Ansonsten machen wir jetzt also Dalli Dalli. Und heute vier Mannschaften, wie immer, zu zwei Personen. In der ersten Runde erleben Sie Film gegen Fußball. Und in der zweiten Runde dann Frohsinn gegen Foxtrott. Und ich möchte Ihnen gleich die Damen für den Film vorstellen. Beide haben ihre große Popularität durch das Kino erreicht. Man kennt sie auch vom Theater, auch vom Fernsehen. Heute bei uns Winnie Markus und Gretel Schörk. Ja. Frau Markus, Sie haben sich ja im Fernsehen und auch im Film und Theater sehr rar gemacht. Ist da ein gewisser Herr Vogel dran schuld? Ja, vielleicht ein bisschen auch, ja. Was noch? Aber nicht nur. Ich finde, ja, ich meine, ich war lang genug dabei und hab, mein Beruf hat mich voll und ganz ausgefüllt und jetzt ist halt ein anderer Platz, den man einnimmt, nicht? Ja, gerne. Apropos Platz, das sind ja Plätze. Ich habe gelesen, in Südamerika haben Sie einige Rinder. Ja, die hätten wir. Haben Sie? Ja. Was kostet? Rindviech, aber vierbeinige Rindviech. Vierbeinige, ja, so habe ich es auch gemeint. Was kostet in Südamerika ein Quadratmeter Land? Oh Gott, da bin ich aber nicht informiert. Ja, also so viel ich weiß, aber das ist schon 15 Jahre her. Ja. So 40 Pfennig, also unter einer Mark bestimmt. Na ja, die Zeiten haben sich geändert. Da komme ich vielleicht noch hin. Vielleicht gibt es noch für eine Mark 50 etwas. Könnte ja sein. Sprechen Sie eigentlich Spanisch? Ich glaube, recht schlecht. Vielleicht können Sie die spanischen Gäste, die zuhören, nett begrüßen. Ja, bienvenido, amigos. Espero nuestra presentación esta noche es para ustedes también un placer. Gracias. Ach, war Italienisch. Ach, macht auch nichts, ja. Gut. Muchísimas gracias. Frau Schörk, Gretel Schörk, wenn man fragt Theater, klares Ja. Wenn man sagt Operette, klares Ja. Womit haben Sie begonnen? Im Schauspiel. Schauspiel. Ja, aber damals nicht im Lustspiel, sondern genau das Gegenteil. Das, damals sagte man naive, sentimentale. Na, und später kam dann die Operette mit als Soubrette und noch später Femme Fatale. Und also jetzt freue ich mich auf die komische Alte. Ja, wollen Sie komische Alte werden? Nun, ich darf als Norddeutscher etwas sagen. Gretel Schörk hat so ein herrliches Zungen-R. Also wir in Norddeutschland können das ja nicht. Also wenn ich sage
mit Zungen-R, also rote Rosen blühen auf grünem Rasen, dann ist Dalli Dalli eine ganz langsame Sendung. Können Sie mit Zungen-R eigentlich schnell sprechen? Mit Zungen-R? Ja. Und dann noch Dalli Dalli? Ja. Also, mit Zungen-R rast der rasende Rosenthal ruhig, ruhig, richtig ruhig. Richtig ruhig, ja, wunderbar. Also fangen wir an, wollen wir einsteigen? Gretel, sehr nett. Also dann werde ich, wenn ich ruhiger sein will, in Zukunft Zungen-R sprechen. Drei Fragen werden bei uns gestellt. Es gibt Punkte zu gewinnen. Jeder Punkt ist eine Mark wert. Frage 1 an unsere Damen. Wer will die erste Antwort geben? Gretel Schack. Und dann abwechselnd. Achtung. Im Dezember gibt es ja bekanntlich schon eine Vorfreude auf das Weihnachtsfest, der Nikolaustag. Wir wollen von Ihnen wissen, was kann man zum Nikolaustag so alles in die Schuhe stecken? Sie beginnen. Dalli, Dalli. Nüsse, Schokolade, Lebkuchen, Zahnbürsten, Geld, eine Rute, Strümpfe, Liebe, Küsse, ein Herz dazu, ein Krampus, Socken, Nicolo, Seife. Moment, Küsse stecken Sie mit rein? Ja. Ach, Sie küssen dann den Schuh? Ja. Ja. Kann man den Kuss anerkennen, der da mit dran ist? Wahrscheinlich mit Lippenstift, sonst kann man es ja nicht sehen. Ja, und die Liebe erkennen wir an, denn es ist ja schließlich alles mit Liebe reingesteckt. Ja, man kann ja das, was man in den Schuh steckt, ein Küsschen draufgeben. Also wir dürfen den Damen 14 Punkte in den Schuh stecken. 14 Punkte haben Sie bei der ersten Frage. Herr Fritsch, würden Sie mir denn was in den Schuh stecken? Ich bin der Frage noch nicht näher getreten, aber wenn es Ihnen Freude macht, kann ich Ihnen was in die Schuhe schieben. Das hätte ich mir denken können. Also Ecki frage ich nicht mehr. Ja, wir wollen jetzt in den nächsten 15 Sekunden von Ihnen wissen, was kann man gegen Müdigkeit tun? Also, alles, was man so machen kann, um munter zu bleiben. Jetzt beginnt Winnie Markus, abwechselnd, 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Dehnen, Tabletten, Kopfstehen. Fenster aufreißen, frische Luft schnappen, lieben, tief durchatmen, schreien, Kniebeuge machen, rennen. Ja, also immerhin nur eine ganze Menge, die Sie haben. Neun. Insgesamt hatte ich 9, aber die Zahl... Na, wir hatten 10, es waren zwar ein paar individuelle Mittelchen dabei, aber alle 10 gelten. Alle 10 werden sogar anerkannt. Dann sind das 140 Punkte, die Sie jetzt schon gewonnen haben. Was? Nach 2 Runden. Und jetzt geht es weiter. Wenn Sie mir nun folgen, errötend folgen Sie jetzt mal meinen Spuren. Und zwar, wissen Sie, es gibt ja ruhestörenden Lärm, meistens wenn man feiert. Aber im Haushalt gibt es so viele Geräte, die Geräusche verursachen, es ist auch schon Lärm. Wir haben solche Geräte jetzt hier mal aufgebaut. Vielleicht schauen Sie sich die Geräte einmal an. Wenn Sie hier noch bleiben, ich will Ihnen das zeigen. Wir haben hier eine Nähmaschine, dann haben wir hier Pfeifkessel, Waschmaschinen, Schleuder, Radio, Magnetophon, alles dabei. Entsetzt. Diese Dinge werden mit einem Mal alle angeschaltet. Es gibt dann auch jeweils ein Rotlicht. Da gibt es einen Kurzschluss. Nein, gibt es bei uns nicht, dafür haben wir ja Technik. Und Sie sollen jeweils nun ausschalten, Ruhe herstellen. Ist ja eine schöne Aufgabe. Für jedes Gerät, das Sie ausschalten, gibt es einen Punkt. Gretel Schörk beginnt. Sie gehen durch diese Tür dann. Ich gebe ein Kommando. Und das ist ganz klar, 2 mal 30 Sekunden. Und Sie dürfen nicht die Stecker rausziehen. Das nicht. Die Geräte müssen richtig ausgeschaltet werden. Achtung. 2 mal 30, dann ist Wechsel. Dalli, Dalli. Es sind erst 15 Sekunden. Wo muss ich denn hin? Was ist die Maschine an? Achtung, Wechsel, Wechsel. Jetzt ist Winnie Markus dran, bitteschön. Da war ja schon aus. Dann müssen Sie noch mal ausmachen. Ach Gott. Immer weg. Ja, ist schon sehr viel Licht aus. Achtung, noch 2 Sekunden. Ausgezeichnet. Sehr gut, sehr gut. Doch, so wäre er aus. Aber der war nun an. 1, 2,
Zwei habe ich ausgeschaltet. Staubsauger. Und Winnie, wir haben uns noch einen Trick ausgedacht, aber Sie haben Glück gehabt. Oje. Hier, also diese geht auch noch. Das drei, also drei Lichter habe ich ausgemacht. Sehen Sie, wenn man die Tür öffnet und jemand kommt hier rein und öffnet und schließt die Tür nicht, dann geht unsere... Und das ist gerade noch gut gegangen. 16 hatten wir, weniger 3 sind 13. Dann wollen 13. Wir... Ui. Das kann ja ein Glückszahl heute sein. Brigitte, wie viel können wir jetzt anerkennen? 13 mal 140. 1820. 1820 für die Mannschaft Film. Ist sehr gut. Ausgezeichnet. Ja. Wir machen gleich weiter mit der Mannschaft Fußball. Für den Fußball zwei sehr bekannte Sportler. Der eine für Österreich, der andere spielte für Deutschland. Der eine wollte alles halten, der andere wollte alles reinschießen oder reinköpfen. Der eine kommt aus Graz, der andere aus Hamburg. Hier sind Janot Freidel und Uwe Seeler. Alles freut sich. Uwe, ich nehme an, Sie haben ja natürlich auch Deutschland-Schweiz gestern Abend gesehen. Ja, persönlich bin ich in Düsseldorf gewesen. Sie waren direkt da? Ja, sicherlich. Und wie gefiel Ihnen das Spiel? Man braucht nicht viel sagen. Ich glaube, die meisten haben das Spiel gesehen. Unsere Mannschaft hat ganz hervorragend gespielt. Und ich hoffe und wünsche nur, dass sie das konservieren kann bis 74, wo wir uns sicherlich schon alle drauf freuen. Aber ich glaube, wir haben einen so guten Stamm, auch noch die nicht gespielt haben, sodass wir sicherlich gut über die Runden kommen, auch bis 74. Das Wort gut über die Runden ist für mich ein Stichwort. Der Hamburger Sportverein steht in der deutschen Bundesliga an letzter Stelle. Wie sieht es denn damit gut über die Runden kommen aus? Ja, sicherlich. Das ist natürlich im Moment schwierig. Da darf man sich nichts vormachen, wenn man schon 3 Punkte Rückstand hat und ganz unten steht. Aber ich bin der Meinung, dass unsere Mannschaft auch viel Pech gehabt hat. Sie muss nur an sich glauben, denn die Saison ist ja noch lang. Allerdings wird es ein harter Kampf bis zum Ende. Und ich hoffe und wünsche nur, dass unsere Mannschaft echt noch dem Abstieg entrinnen kann. Und ich persönlich drücke ihr dabei alle Daumen. Ja, alle auch. Also, meine Herren, Sie müssen sich ranhalten, Sie müssen dran glauben. Uwe Seeler hat es gesagt. Muss man, ja, noch etwas. Sie haben ja zu Hause ein Damenkränzchen. Frau, 3 Töchter. Werden Sie von Ihren Frauen sehr verwöhnt? Das kann man wohl sagen. Und ich bin an und für sich zu Hause ganz zufrieden, wenn es auch in Zukunft so ist. Ich werde ganz schön verwöhnt, ja. Ja, und wollen Sie noch einen kleinen Uwe Seeler eventuell haben, der später mal Tore schießt? Ja, es kann möglich sein, dass meine Frau zuguckt. An und für sich haben wir es nicht vor. Ja, Herr Freidel, haben Sie das Spiel ebenfalls gesehen? Ja, ich habe das Spiel auch gesehen. Und es hat mich sehr begeistert und vor allem die einzelnen Tore, die so schön herausgespielt waren. Haben Sie mal gegen Uwe Seeler gespielt? Ja, bei Hertha BSC. Ja. Fürchteten Sie mehr seine Schüsse oder seine Kopfbälle? Ja, eigentlich mehr seine Kopfbälle. Ja, die sind wie? Ja, die waren sehr scharf. Also. Ja, es hat ja eine enorme Sprungkraft. Sprungkraft, ja. Sie haben auch Kinder? Ja, auch Mädchen. Auch zwei Mädchen? Erst zwei, ja. Also auch kein Fußballer? Nein, nein. Aber es gibt ja Damenfußball. Naja, aber ich glaube nicht, dass das... Sagen Sie... Beide verheiratet, aber Sie möchte ich fragen, soll ein Sportler, ein Leistungssportler verheiratet sein oder lieber ledig bleiben? Ja, wenn ich mit meiner Erfahrung sprechen darf, dann besser verheiratet. Warum? Naja, das ist ein geregelteres Leben und als Junggeselle ist man doch zu sehr den Verlockungen. Das haben Sie sehr diplomatisch ausgedrückt. Wir wollen anfangen. Es geht gegen 1820 Punkte. Bitte schön. So, die Damen haben sehr viel vorgelegt. Ja, die waren ausgezeichnet. Frage Nummer 1. Vor dem Weihnachtsfest gibt es ja noch den Nikolaustag. Wir wollen von Ihnen wissen, was kann man so zum Nikolaustag alles in die Schuhe stecken? Uwe Seeler beginnt, 15 Sekunden Zeit. Kommen Sie noch ein bisschen dichter ran, dass wir Sie auch gut verstehen. Dalli. Äpfel. Bonbons. Nüsse. Schokolade. Apfelsinen. Zahnbürste. Mandarin. Orangen. Bonbons. Grapefruits.